Hi, willkommen zurück im Hotel von Grat in Lies of P, liebe Leute. So, ich muss mal ganz kurz... Ich wechsle, glaube ich, wieder vom Aegis auf die Puppenschnur. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, die Waffe herzustellen. Aber warte mal, die kann ich hier... Ah, doch, kann ich wechseln. Ja, 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 komm. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Bock auf einen neuen Part. Und ich natürlich sowieso. Puppenschnur. Und wir haben hier noch einen Quarz gefunden, oder? Ja. Aber was war das hier nochmal? Legion Kaliber. Legionswaffe-Modifikationsteil. Achso, ja, ja. Dass ich die Legionswaffe aufwerten kann. Ich glaube, bei der Puppenschnur ist halt das letzte Upgrade das allerbeste. Also bisher von den Legionswaffen, weil dieses Ranziehen und dann so ein Überkopfschlag, das finde ich schon sehr praktisch. Das ist wahrscheinlich auch bei Bossen ganz nett. So. Mal gucken, was nehmen wir denn? Wir haben das hier. Blockregeneration. Ja. Amulett-Slot. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Amulett-Slot ist sehr gut. Effekt aber schon von speziellen Schleifsteinen erhöhen. Ergo-Verlust nach Tod. Babel-Katalysator-Effekt. Glaube ich, nehme das hier. Speziellen Schleifsteine. Muss ich halt auch mal öfter benutzen, ne? So. Ich frag mich ja... Also es gibt auf jeden Fall New Game Plus. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon gehört. Aber ich frag mich auch, was... Ob man dann die ganzen P-Organe beibehält. Das wäre natürlich super, ne? Wie viel brauche ich für ein Level Up? 4700. Okay. Ja, hole ich mir mal eben bei so viel Ergo, weil ich jetzt mit mir rumtrage. Bei der 1900 brauche ich. So. Reicht. I'll use my power. Das reicht. Perfekt. So, dann gehen wir wieder zurück in den Malus-Bezirk. Oder Malum. Malus wäre auch lustig. Malum Distrikt, Entschuldigung. Distrikt. Ja, ich bin schon echt gespannt. Also, ich glaube, wir sind noch gar nicht mal so weit im Spiel. Oder vielleicht haben wir schon die Hälfte oder mehr. Nee, das denke ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich versuche mich immer so spoilerfrei zu halten. Ich gucke mir nichts dazu an im Internet, Leute, so Kanäle, die ich abonniert habe. Hey. Da oben ist noch eine Kiste. Das Vieh ist wieder da. Ernsthaft? Das gibt's doch gar nicht. Oh, der Händler. Das Stachelvieh, dieses bescheuerte. Legion Kalib. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. I thought there were no more survivors. But you. You're new. Nein. I do love a bit of commerce, but the bosses are really strict about who I'm allowed to sell to. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? Okay. Ich glaube, diese Bruderschaft, die ist nicht gut, aber ja, ich zeig mal die Marke. I can't tell what's real and what's fake, to be honest. Ah, my job is selling stuff, not detecting forgeries. If it's fake, you'll be the one to get punished, not me. Ja, ich werde sowieso gepunished, von daher. Und dann punish ich die anderen. Oh, da ein Brombeer. Kurz, Krummschwert. Brombeer. Säureschleifmittel. Ja, ihr sagtet ja schon, Feuer ist gut gegen menschliche Gegner. Blitz gegen Puppen und Säure, keine Ahnung, gegen alles vielleicht. Oh, eine Schallplatte. Ja, und ich habe bei der Nonne eine Schallplatte nicht bekommen, weil ich hätte vor dem Bossfight hingehen müssen. Aber ist ja halt schlimm, jetzt ist passiert, alles... Machen wir ein New Game Plus nochmal. Vielleicht spiele ich das im Livestream ja nochmal. So, erstmal gucken, was haben wir denn hier? Sturmhieb. Ja. Wütender Hieb. Brombeer-Krummschwertklinge. Ein gebogenes Schwert, das von außerhalb der Stadt eingeschmuggelt wurde. Da der Schwerpunkt in der Nähe der Spitze liegt, kann es beim Schwingen große Kraft entfalten. Das Brombeer-Krummschwert ist eine Waffe, die für die Krieger der Wildnis wertvoller ist als ihr eigenes Leben. In Grat ist es jedoch nichts weiter als ein exklusiver Import für Aristokraten. Oder für die Aristokraten. Und die Klinge?
Ein gebogener Schwertgriff, der von außerhalb der Stadt eingeschmuggelt wurde. Er ist aus wilden Brombeersträuchern gefertigt und mit blutbefleckter Schnur umwickelt. Die Krieger der Wildnis entfernen die Dornen des Bromberg-Kurzschwerts nicht. Sie sagen, dass in dem Moment, in dem seine Dornen die Hände des Kriegers durchbohren und ihr Blut aufsaugen, das Krummschwert und der Krieger eine Seele teilen. Das ist ja toll. So, da muss ich den Arsch, glaube ich, nochmal besiegen jetzt. Bin ich gerade hinter ihm? Ich hoffe es doch. Oh cool, hier kann ich dich backstabben. Ja. Ja, ich lasse ihn sterben. Ein Fragment. Mehr nicht. Aber waren das alle? Ach shit, ich ja noch den Schleifstein wechseln sollen auf Feuer. Weil offensichtlich gibt es ja mehr Menschen als. The bosses work hard too, you know. Enjoy the black market collection. So, ich verkaufe auch mal ein paar Sachen hier, glaube ich. Okay, es geht mit den Ergos ja genauso gut. Oh, das gibt halt nicht so viel Geld hier, das Zeug. Dann kaufe ich lieber die Ergos. Warte mal, was kaufen? Ich brauche 3400. 7200. Scheiße. Das ist echt verdammt viel. Boah. Teure Angelegenheit. Wie viel habe ich jetzt? 6000. Du bist schon ein Abzocker, ne? Someday. Die Schneeflocke, die weiß am Nachthimmel leuchten. Schneeflocke, trösten mich, während ich alleine in der Dunkelheit bin. Oder so. So. Das ist das Neueste. Physische Schadensreduktion geht ein bisschen runter, dafür Störungswiderstand und Schockwiderstand geht hoch und Brechenwiderstand runter. Aha. Ja gut. Dafür ist die halt genauso schwer, was eigentlich ganz okay ist. Da oben ist noch einer. So, geht's jetzt hier weiter? Ja, ne? Los. Moment, komme ich von hier hierher gekommen? Ach, guck mal, wer da wieder ist. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Okay. Muss ich gegen die ganze Bruderschaft jetzt antreten, oder was? Boah, der Regen hier hat die ganze Straße überschwemmt. Oh ja, da kommt ein Bossfight. Deswegen gehen wir nochmal kurz zurück. Ich werde mein Schleifmittel ändern und ich werde... Ja, ich werde mir noch die Platte anhören, die Someday. Schön. Mag die Musik. Ach, guck mal, wenn die noch eingepackt ist, haben wir das noch nicht gehört, ja. Dans le ciel, schön. Sortir ne m'arrêtant
Ah, ich liebe die Musik. Ah, ich könnte die verbessern. Hä? Oh nee, mir fehlt so ein bisschen Ergo. Welcome to Hotel. Ich überleg grad, die ist eigentlich auch noch ziemlich gut, die Waffe, wegen dem Elektro. De mon cœur, je t'attendrai même si j'ai mal au cœur pour que tu puisses. Ich finde das so toll, die Musik. Ma petite voix, je t'attendrai. Je t'attendrai. Warte. Die haben einfach so tolle Waffen, die haben einfach so tolle Musik hier reingepackt. Das Ergo flüstert. Ja, deswegen höre ich es mir ganz an. So, verfolgen, ausweichen. Kettenangriff. Ja. Den meine ich, das hier. Bam. Bitte was, der braucht zwei? Sorry, die sind so schön, aber ich will die Musikstücke jetzt nicht die ganze Zeit laufen lassen. So. Mal um Distrikt. Dann hoffe ich mal, dass wir das auf die Kette kriegen mit den... mit dem schwarzen Hasen. Vor allem, das hört sich jetzt... Oh, am Ende sind es zwei Gegner oder so, so Onsite und Smaug-mäßig. Es nimmt ja langsam schon so ein bisschen zu. Ich meine, der Bischof, da hat ja schon zwei Phasen. Oh, oh. Oh nein, der wurde aggro. Ah! Wie gesagt, man hört, dass er ausatmet, wenn er springt. Das ist schon sehr ungewöhnlich, oder? Eine Puppe. Alter. Er ist halt der Beste mit dem Arm hier. Krass. Oh Mann. Vier Stück. Der Helm ist der Beste. Ihr Hütchen. Super. Oha, Lügner.
Ihr seid die Lügner. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Alter. Oh, ich wollte blocken, aber egal. Oh Mann. Alter, ich krieg überhaupt keinen Schaden. Die macht aber auch nicht sehr viel. Okay, sie haut ab wieder. Lass mich da mal! Schwierig, glaube ich, gegen die, weil ich komme halt zu gar nichts, zu nichts komme ich hier. Ah, na gut. Also ich habe jetzt überhaupt keine Schnitte gemacht, gerade gegen den ersten mit seinem fetten Schwert da. Oh nein. Ja komm, lass mich in Ruhe jetzt. Lasst mich. What's the big idea leaving us behind? Oh, I knew we shouldn't trust them. Let's get out of here and give those lousy bums the business. Okay. Sind die einfach abgehauen jetzt, oder was? Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Oha, das hat richtig Schaden gemacht. Come on!
Muss das gehen? Ausdauer, ne? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. It's just a follow-up, no? You don't get extra points for fighting fair. Survive or win. Sweeper. This news of yours.
Schild. Ah, oh, ich hasse diese Bande. Mann, ey, warum? Warum müssen die auch zu viert? Und ich komme einfach nicht klar gegen dieses Blocken. Wie soll ich das gescheit blocken von dem Arsch? Ah. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Wenn nicht, werde ich dann. Ja, wenn nicht, tausche ich die Marken mal aus. Dass ich schnelle Ausdauer bekomme, weil ich finde, Ausdauer ist immer so das Problem für mich hier. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Der ist er down.
Töte den Ältesten der Bruderschaft. Das ist verzögertes Spiel. Oh, jetzt weinen sie. Ja, ja. Oh, das war ein netter Kampf. Ich hab einen Quarz. Ach nein, prachtvolle Ärger bocken und verhöhnen. Es ist nicht mein Boss, Ergo. Ihr Noobs. Kack-Noobs. So, jetzt hätte ich mir eigentlich den ganzen Kram kaufen können. Jetzt habe ich aber schon die ganzen Ergos geploppt. Schade. Oh. Hier ist ein Bild. Was bedeutet das? Naja, sehen wir gleich. Ich hole mir erstmal ein Level ab. Verhöhnen. Aber warum kann ich eigentlich... Gibt's Multiplayer? Es ist ja ein reines Singleplayer, glaube ich, oder? Also ich habe jetzt auch nicht sehr viel darüber gelesen, weil... Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber das waren schon ein bisschen nervige Bosse, muss ich zugeben. So. Das Bild hat ja irgendwas zu bedeuten, oder? Am Lügen. Ich finde das immer noch so toll mit dem Am Lügen. Ja, leider haben sie uns enttappt. Wir sind ja ein Lügner. Aber für die gute Sache, ne? Was soll man machen? Das ist aber auch, wenn man so sieht, ein recht heftiger Bossfight, oder? Vier Gegner, auch wenn die anderen jetzt nur so Beiwerk waren, aber trotzdem, die waren echt fies und haben mich abgelenkt. Bitte? Ah, unheimlich. Was? Alle Puppen werden sterben und auch jeder, der sich der Bruderschaft mit der Bruderschaft des schwarzen Hasens anlegt. Oder Kaninchens? Kaninchens anlegt. Oh, Hauptbuch der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Verkauf von 10 Ergo abgeschlossen. Ich mag unseren alten Vermittler, weil er immer gut zahlt. Unseren alten Vermittler, weil er immer gut zahlt. Doch wenn er es eilig hat, wird es schwer, das Ergo zu bekommen, das er braucht. Manchmal frage ich mich, ob er das Zeug verschliegt oder so. Wozu braucht der Ergo? Ist er es wirklich nicht? Keine Schmierereien im Hauptbuch, Kind. Die Alchemisten bitten um mehr Goldmünzenfrüchte. Da sie nicht leicht zu bekommen sind, könnte das ein Problem werden. Ich glaube, die Leute vom Hotel merken langsam, was hier los ist. Wir können sie gewaltsam bekämpfen, aber das ist unsere letzte Option. Nur unsere letzte Option. Die Sicherheit unserer Geschwister geht vor. Oh, wie rührend, Bruder. Halt die Klappe. 5 Ergo erworben. Bald muss ich keine Leichen mehr verkaufen. Nur noch ein bisschen, ich habe genug, um aus dieser verfluchten Stadt zu entkommen. Das Angebot der Alchemisten ist verlockend, aber ich habe kaum noch Ergo und bin mir nicht sicher. Denk über eine Expedition in den kahlen Sumpf nach. Besorgt mir neue Teile, wenn ihr die Stadt verlasst. Ein Kleid für mich. Ein Gewehr und eine Waffe für mich. Das ist nicht euer Tagebuch, Dumpfbacken. Okay, das waren jetzt die 4. Oha. Hey, check this out. Ja? Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Ja, absolut. Porträt eines Jungen. Hat Geppetto uns vielleicht nach Vorbild gebaut? Also ich glaube, in der Geschichte, korrigiert mich gerne, war es doch so. Er hat den Pinocchio gebaut, weil er niemals ein Kind hatte und er wollte unbedingt einen Sohn haben. Vielleicht hat er hier ja seinen Sohn verloren, hat deswegen Pinocchio nach seinem Ebenbild gebaut. Wer weiß. Komm bitte Quarz. Ah! Sorry. Jetzt kann... Oh Leute, ich muss nochmal ganz kurz zurück. War sehr gut für meine Stimme gerade. Ey, ich habe so gehofft, dass das Quarz ist, weil jetzt kann ich mir das Upgrade holen, das nächste. Nice, nice, nice.
Nice, nice, nice. Alchemisten sind die brillanten Wissenschaftler, Ärzte und Ingenieure dieser Generation. Ja, ja. Und gleichzeitig haben sie ja alles dem Untergang geweiht, wahrscheinlich. Ich frag mich ja, wenn hier die Rede von Goldmünzenfrüchten war, kann ich mir die jetzt dann auch schnappen? Hier irgendwo und dann dem armen Kerl in der Kathedrale bringen? Wäre natürlich ganz nett, dann hätte ich dem ja geholfen, nicht wie der Schwester zuerst. Weil ich da zu spät hinkam, das war ein bisschen scheiße. So. Anzahl der ausrüstbaren Slots an Amulett, sehr geil. Ja, ich nehme das mal. So, sehr schön. Und die Phase 3 aber schon unlocked. Hier brauchen wir 3 für die Pulszellen. Hier erhöht die Anzahl der ausrüstbaren Slots am Gürtel. Hä? Das finde ich jetzt nicht sehr nützlich, aber egal. Erhöht die maximale Anzahl an Würfelverwendung, finde ich auch recht unnütz. Bekürzt Früchte, Tragezeit des Goldmünzenbaums. Warte mal, ist der hier im Hotel? Sieht mir ganz danach aus, oder? Yeah, jetzt kann ich endlich das hier reinpacken. Warte mal, bin ich jetzt überladen? Nee, 56. Das sah mir jetzt echt aus, als würde der irgendwo hier im Hotelgarten blühen. Warte mal. Ach, warte mal. Ich hol mir mal den Regenschirm. Oh, und Entschuldigung, ich habe gar nicht... Hä, warte mal, wo war der? War der unten? Der Hund? Ach ja, der war da unten. Ich habe noch gar nicht die neue Waffe ausprobiert, die ich gefunden hatte. Die da. Sieht aus wie so ein riesiges Kukri. A great weapon calls for a great warrior. So. Wie gesagt, der soll gut sein, habt ihr gesagt. Dafür kann ich mir das hier nicht holen. Der erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Ah! Wobei das hier schon richtig geil ist, ne? Nee, sorry, ich hole mir den Schirm nicht. Ich hole mir lieber das Omelett. Weil das finde ich... Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das viel besser. Das ist sogar noch ein bisschen leichter. Also wenn die voll sind, wahrscheinlich die Fabelslots, mache ich mehr Schaden, ja? So, wir testen das mal kurz. Den Schirm würde ich eh nicht nutzen. Leichte Angriffe. Schwerer Angriff. Okay. Warte mal, warum? Da ist es doch. Das geht aber echt schnell mit dem Schwert, die außer Gleichgewicht zu bringen. Soll ich mal den Speer upgraden? Ich überlege gerade. Der ist vielleicht auch nicht so kacke. Ja, und jetzt habe ich eh nichts mehr. Kein Ergo mehr. Ja, die Klinge des Salamander-Dolchs. Das ist halt auch die Feuerwaffe, die einzige soweit. Ah, ich würde am liebsten alle mal upgraden und gucken, wie ich damit klarkomme. Welcome to Hot. Was Neues? Nee. Ja. Ausdauerwiederherstellungsgeschwindigkeit, das ist echt das beste Amulett, glaube ich, gerade. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Das reicht für den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Lies of P. Und dann geht's weiter im Malum-Distrikt. Und hoffentlich nicht nochmal so einer komischen Boss-Schranze da. Obwohl, irgendwie war es schon ganz cool. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao.